Sehr hübsch, was Sie da spielen. Von wem ist denn das? Eine eigene kleine Komposition. Tja, was halten Sie davon, Watson? Haben Sie im Hinterkopf auch Augen? Was hat es mit dem Stock auf sich? Wir haben den Herrn gestern nicht mehr gesehen, aber er hat uns diese Spur hinterlassen. Identifizieren Sie ihn durch dieses Requisit. Wie? Wer er ist? Nun ja, ich würde sagen, er ist ein Landarzt und macht die meisten seiner Hausbesuche zu Fuß. Gut ausgezeichnet. Warum? Warum? Ich möchte die Behauptung wagen, dass sich ein renommierter Stadtarzt nie mit so einem abgenutzten Stock sehen lassen würde. Und die Besuche zu Fuß? No, das kann man kombinieren. Sehen Sie mal hier diese Kratzer und Schramm. Stark beansprucht. Gut beobachtet. Noch etwas? Wenn Sie mich fragen, ich bin der Meinung, dass das hier, diese eingravierte Inschrift von den Freunden des CCH, das halte ich für einen Jagdclub. Ich stelle mir vor, Mortimer ist ein athletischer Typ, so in der Art Sportsmann eben. Ich muss sagen, Watson, Sie wachsen über sich hinaus. Oh, vielen Dank. Habe ich etwas übersehen? So ziemlich alles, was von Bedeutung ist. Und das wäre? Nun, der Mann hat sicher eine Landarztpraxis und er geht auch gewiss viel zu Fuß. Dann habe ich also recht. Soweit ja, aber bei einem Geschenk an einen Arzt denke ich weniger an einen Jagdclub als an ein Krankenhaus. Und CCH, das bedeutet doch ganz ohne Zweifel Charing Cross Hospital. Wenn Sie es so betrachten... Ich würde ferner sagen, der gute Doktor ist sympathisch, ohne besonderen Ehrgeiz, ein bisschen zerstreut und einen Hund besitzt er auch. Größer als ein Terrier, aber kleiner als einen Doggel. Wie kommen Sie auf einen Hund? Bissspuren. Der Abstand zwischen den Zähnen ist zu breit für einen Terrier, aber nicht breit genug für eine Dogge. Möglicherweise ein... Ja, so ist es. Ein Cocker Spaniel. Gut, aber warum glauben Sie, ich meine, warum sympathisch und ohne besonderen Ehrgeiz? Und was war das Dritte? Zerstreut. Nur ein sympathischer Mensch bekommt solche Ehrengeschenke. Nur einer ohne besonderen Ehrgeiz geht als Arzt aufs Land. Und nur ein zerstreuter Professor hinterlässt seinen Spazierstock anstatt seiner Visitenkarte. Dr. Mortimer, Ihr Stock. Ach, da bin ich aber heilfroh. Ich hab schon gedacht, diesmal ist er endgültig weg. Ich bin nämlich ein bisschen vergesslich, wissen Sie. Das ist nämlich ein Abschiedsgeschenk vom Charing Cross Hospital. Damals, als ich weggegangen bin nach Devonshire. Entschuldigen Sie, aber Sie sind es doch. Sie sind doch Sherlock Holmes. Zu Ihren Diensten. Mein Freund und Kollege Dr. Watson. Doktor? Freut mich. Guten Tag. Darf ich Ihren Hund nehmen? Sehr freundlich. Vielen Dank. Sagen